Die neuen Rentenbescheide 2022 kommen. Jetzt prüfen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell kommen bei uns in der Rechtsanwalts- und Rentenberatungskanzlei von rentenbescheid24.de neue Rentenbescheide an. Und zwar schon die Rentenbescheide, die mit den neuen Rentenwerten zum 01.07.2022 berechnet worden sind. So steht es in der Anlageberechnung der Monatsrente geschrieben. Die Rentenwerte erhöhen sich im Westen im Vergleich zu 2021 am 01.07.2022 um 5,35% und im Osten um 6,12%. Für die Zeiten West gibt es 36,02 Euro Rentenwert und für den Bereich Ost 35,52 Euro für einen Entgeltpunkt. Und viele unserer Kunden rechnen ja aktuell noch gar nicht damit, dass bei laufenden Rentenantragsverfahren die Rentenbescheide schon mit den neuen Rentenwerten berechnet worden sind. Und dann freuen sich unsere Kunden und sagen, Mensch, das ist ja klasse, dann muss ich nicht auf einen Rentenanpassungsbescheid warten, sondern dann steht es im Rentenbescheid schon drin. Und die neuen Rentenwerte, die die Rentenversicherung aktuell umsetzt, sind noch nicht einmal durch den Bundesrat abgesegnet worden. Millionen Rentnerinnen und Rentner werden nunmehr ab Juni bis Ende Juli, August 2022 die sogenannten Rentenanpassungsbescheide bekommen. Das sind echte Rentenbescheide, weil mit der Rentenanpassung wird sich die Rentenhöhe verändern. Und wenn sich eine Rentenhöhe verändert, wird in die Rechte des betroffenen Rentners eingegriffen. Zu Ihrem Vorteil natürlich, weil die Rentenerhöhung 2022, das wissen Sie, im West und im Ost ordentlich ausfallen wird. Bitte prüfen Sie nach, ob die Renten richtig mit den neuen Rentenwerten berechnet worden sind. Legen Sie einfach den alten Rentenanpassungsbescheid neben den neuen Rentenanpassungsbescheid und schauen Sie einfach nach, ob die Prozentwerte der Erhöhung der Rentenanpassung hier ordnungsgemäß umgesetzt worden sind, ob die Bruttorenten korrekt erhöht wurden. Wenn Sie einen Fehler bemerken, legen Sie gegen den neuen Rentenbescheid Widerspruch ein. Frist für den Widerspruch 1 Monat nach Zugang des Bescheides bei Ihnen. Oftmals lohnt es sich auch, die neuen Rentenbescheide zum Anlass zu nehmen, einfach mal in ältere Altersrentenbescheide oder Erwerbsminderungsrentenbescheide mal reinzuschauen, die Sie schon vor ein paar Jahren bekommen haben. Und diese einfach mal in Ruhe durchzulesen und zu kontrollieren. Es können Lücken im Versicherungsverlauf sein, an die Sie damals gar nicht gedacht haben, als Sie den alten Rentenbescheid bekommen haben. Oder Berufsausbildungszeiten sind gar nicht korrekt erfasst worden. Oder Fachschulzeiten sind nicht richtig bewertet worden. Oder es fehlen irgendwie Kindererziehungszeiten und, und. Und deswegen sagen wir, einfach den Rentenbescheid, den alten, den Sie haben, einfach mal prüfen. Und wenn Sie da keine Lust drauf haben, weil Ihnen das zu kompliziert ist, dann geben Sie doch einfach diesen Bescheid in die Hand eines unabhängigen Rentenberaters, der diesen Bescheid für Sie auf Herz und Nieren prüft. Gerne machen wir dies auch für Sie. Näheres zum Thema, die neuen Rentenbescheide kommen 2022, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.